So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir sind angelangt im Kapitel Nummer 3 von 6 von der Victini Spezialforschung. Ich sag nicht, was eben passiert ist. Egal, diesmal halte ich dicht. Diesmal sage ich nichts. Bringt ja eh nichts. Wir müssen einen Schnappschuss von unserem Kumpel machen. Wir müssen 3 Bonbons durchspazieren mit dem Kumpel bekommen. Und wir müssen 3 Power-Ups verwenden. Das ist eigentlich relativ easy. Man könnte jetzt natürlich den Buddy auf Carpador, Kleinstein, irgendwas wechseln. Viecher, die nur 1 Kilometer brauchen für einen Bonbon, aber ich laufe ja eigentlich immer mit den Großen, dass sie die Distanz zurücklegen, dass die Best Buddy werden, dass sie sonst was. Also für die Aufgabe werde ich das jetzt nicht umlegen. Ich werde das einfach so drin lassen, wie das ist. 3 Power-Ups am Ende, Schnappschuss vom Kumpel, machen wir dann. Pokémon-Belohnung gibt's und ich würde sagen, wir bauen in die Folge wieder einen Raid ein. Jetzt muss ich nur noch warten, dass einer aufgeht, denn in der Nähe ist nichts. Oh, Quiegel. Ich mache aber nur 5er-Raids. Wenn ihr seht, was ich als Raid-Boss habe, werdet ihr wissen, wann ich die Folge ungefähr aufgenommen habe, denn bis was online kommt, ist er bestimmt nicht mehr da. Jetzt suchen wir aber erstmal den Raid-Boss, laufen ein bisschen mit dem Kumpel, den Rest machen wir dann nach dem Raid. So, wir sind zurück beim Friedhof, denn wir haben einen Raid und wir gucken mal kurz wieder auf Discord. Link zu Discord in der Beschreibung, guckt mal rein. Der Kevin ist dabei, The Real Rank 1, was ich ziemlich dumm finde, dass der sich so nennt, weil der im Spiel anders heißt. Bitte eigentlich bei Discord den Spielernamen angeben, sonst blickt man da gar nicht mehr durch. Rudi, Rüsselix, Spy, Hux, CM Punk, der Carsten, der Timo, habe ich alle geaddet. Einfach nur Finn, tut mir leid. Bis eben stand da noch kein Name dabei, das heißt, den kann ich jetzt nicht noch einladen, denn der Raid ist schon auf. Ich muss schon in die Lobby rein. What is here? Beim nächsten Mal wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Wir haben vorhin noch einen gehabt, der hat auch gesagt, hä, muss ich meinen Code noch posten, sonst was. Aber das ist ja kein Chat, das ist ja keine Chatgruppe. Das heißt, ihr sollt eigentlich laut Regelwerk euren Namen direkt, euren Trainercode direkt hinter euren Namen schreiben, dass man den dann immer beisammen hat. Wir gehen jetzt hier fix rein. Ich habe mir hier kurz was markiert. Und zwar brauche ich hier den Iswo und den Carsten sowie bei allen anderen. Ich muss erstmal mit allen hier rein, sehe ich gerade. Das war wieder Vorbereitung. Bis eben war ich noch zu Hause. Jetzt muss ich schnell hierher gurken. Das heißt, es ist schon wieder etwas knapp. Ich muss kurz bei den 2 iPhones hier die Leute einladen, dass sie noch Zeit haben, da reinzukommen. Da habe ich auch irgendwo einen Punkt dran gemacht. Punkt. Big Hugs, Kevin, Rudelix haben wir hier. Hier haben wir diesen Justin, der Except I'm Jesus fehlt, also der CM Punk. Den haben wir aber hier drauf. Hier haben wir nochmal den Justin. Da haben wir iCrox, den laden wir zum Spaß noch mit ein. Auf dem anderen hier haben wir. Was haben wir? Nix. Eigentlich müssten alle drin sein. Sehr gut. Hier muss ich noch 2 Pässe einwerfen, sehe ich. Normalerweise ist das alles besser vorbereitet. Normalerweise funktioniert das alles wunderbar. Jetzt war es halt wieder etwas stressig. War bis eben, wie gesagt, noch zu Hause, hab gedacht, ja, postest du da nochmal, guckst du da nochmal, chattest du da nochmal, beantwortest du da nochmal Fragen. Jetzt bin ich erst eine Minute, bevor der Raid aufgegangen ist, hier angekommen. Wir haben hier auch wieder unser Zapfdos-Team, ne? Zapfen, ihr versteht. Legen euch mal hier hin, machen den Raid jetzt mit. Und ja, würde ich sagen, mal gucken, ob ein Shiny dabei ist. Elisa Huhn ist auf jeden Fall auch drin, also der Iswo hat es geschafft. Die ganzen Gelben von mir, Carsten, Rudi, wo ist der CM Punk? Exact I'm Jesus ist auch drin, wunderbar. An alle, die jetzt nicht drin sind, big sorry an euch, aber eigentlich müssten es fast alle gewesen sein. Hauen jetzt hier mal drauf. Morgen, ach, jetzt ist hier schon wieder das Ding zugegangen. Morgen kommt dann Lavados. Also wenn ihr das Video hier seht, das ist am Freitag entstanden. Morgen kommt dann Lavados. Da wird es wahrscheinlich auch so ähnlich sein. Da freue ich mich, wie gesagt, wieder auf die Raid-Stunde. Ich muss mal gucken, wie ich das alles mache, wegen den ganzen Kapiteln und dem ganzen Zeug. Jetzt ist es hier schon wieder aus der App raus. Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich drücke ich immer zu
unten auf den Home-Button anstatt in den Angriffs, an den Angriffs-Button dran. Deswegen macht es irgendwas, aber nicht das, was es soll. Was ich gut finde, wenn ihr jetzt aus der Arena fliegt oder Probleme mit dem GPS habt, der Pass ist nicht weg und ihr könnt eigentlich trotzdem immer noch eintreten. Das war ja sonst anders. Sonst hat das jedes Mal eine neue Lobby aufgemacht und ihr musstet gucken, wo ihr bleibt oder euer Pass war einfach weg. Aber jetzt, ihr kriegt den Pass zurück, solange ihr nicht direkt im Raid seid und kämpft, beziehungsweise wenn es euch beim Go rauswirft, habt ihr trotzdem noch Zugriff auf die Lobby. Das ist eine gute Verbesserung, weil viele Pässe sind verloren gegangen, dadurch, dass dann immer das GPS rumgespackt hat oder es andere Probleme gab. Wir drücken hier die mal fix durch. Komischerweise wird es auf dem Großen schon angezeigt. Jetzt ist die ganze Überraschung weg. Vielleicht ist ja nochmal ein 2015er dabei. So, 58, 52, 76, 62, 69 und auf dem Großen natürlich das 1968er. Das 1968er werden wir jetzt fix fangen. Dann werden wir noch die restlichen Aufgaben von dem Kapitel lösen, damit wir damit auch fertig sind. Und dann kann ich schon weiter vorproduzieren für die nächsten Kapitel. Ich muss nur gucken, wie ich das mache. Weil es schon wieder so vieles gibt, gleichzeitig bei Pokémon, da blickt man überhaupt nicht mehr durch. Man müsste schon wieder 10 Videos an einem Tag raushauen. Ist auch Quatsch, aber guckt mal, wie schön das hier aussieht. Einfach, da ist der Rucksack, auf dem Auto, Rucksack, die Handys, da Kameraabdeckung, die Klappe. Habe ich wieder gefunden, war lange Zeit verschollen, deswegen war die Kamera immer dreckig. Ich stelle euch jetzt hier ab, fange das kurz, melde mich gleich nochmal zurück. So, da ist es also drin im Sack. Ne? Wir können es trotzdem mal kurz bewerten. Eine Aufgabe war natürlich auch noch ein Foto machen von unserem Buddy. Und ich habe euch vorhin natürlich wieder komplett angelogen. Ich habe ja gesagt, ihr könnt Carpathon nehmen, er läuft nur 1 Kilometer. Aber ich möchte eigentlich meine Buddies voll machen, die ich habe. Jetzt habe ich zum Glück gesehen, ich habe ja gerade ein Shiny Gyarados mit unter den Viechern, die ich zu Best Buddies machen will. Ist aber kein Carpador, also habe ich euch ja gar nicht veräppelt. Ist ein Gyarados, das heißt, ich kann beruhigt von Gyarados ein Foto jetzt machen und habe vorhin natürlich die Bonbons noch erlaufen. Deswegen ist das schon fertig. Ich habe auch aus Versehen ein Bild gemacht, deswegen ist das Bild auch fertig. Jetzt machen wir hier nochmal eins für euch. Wir können es auch nochmal fix streicheln, dass ihr seht, dass das alles passt. So, gestreichelt ist er. Und als nächstes müssten wir die Power-Ups machen, glaube ich. Verwende 3 Power-Ups bei Pokémon, fehlt natürlich noch. Da haben wir die letzte Zeit immer das Krypto Mewtwo gepusht. Das können wir jetzt auch machen. Ihr seht das hier. Ist jetzt bei 3225. Nicht auf Erlösen drücken. 1, 2, 3. 15 Bonbons. Hauen wir nochmal drauf. Verwende 3 Power-Ups. 176 ist noch dazugekommen. 77 Bonbons haben wir noch. Das ist relativ wenig, da könnte ich noch mal 100 Stück reinbuttern oder so. Habe ja eigentlich genügend von den Sonderbonbons übrig, gerade die Raid Manias, also die Raid-Stunden am Mittwoch geben immer viel, 634. Jetzt aber die Belohnung abholen, ein Knurrsp, 1000 Staub, 3 Hypertränke und es gibt auch wieder eine Pokémon-Belohnung. Ich hoffe diesmal was Krasseres und nicht wieder ein Flemli. Und es ist ein Psyana, das ist doch okay, vollkommen. Besser auf jeden Fall als Flemli. Nehmen wir mal mit, hier mit gelber Beere. Habt ihr schon mal ein wildes Psyana gefangen? Schreibt es mal in die Kommentare. Natürlich komplett daneben geworfen. Ist auch unpassend, hier einen dunklen Pullover anzuziehen. Guck, wir machen so, Ramses, der Pfarrer, ne? Zack, klasse, ist auch drin. Ich hätte mein T-Shirt, da hätte man mich auch besser gesehen. Und es ist ein 15-10-12 in Hildburghausen auf jeden Fall. Gut, das Kapitel ist auch fertig. Wir melden uns zurück im 4. Kapitel. Können schon mal kurz hier drauf schauen. 3 Arena-Kämpfe, 3 Raids, 3 Team Go Rocket Rübel und das passt. Da wird wohl der erste Raid morgen direkt bei Giratina, bei Lavados sein. Da habe ich jetzt erstmal ein bisschen Zeit. Das war's von meiner Seite aus. Wie gut war euer Psyana? Schreibt es mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.